Wow. Wow? Ja, wow. Ja, wow, ich schlag dich gleich oder wow, war das toll. Also, wenn mich ein Typ so wie du gerade geküsst hätte, dann hätte ich gefragt, zu dir oder zu mir? Zu mir. Oder? Okay. Zu dir? Lass uns doch auf deinen Geburtstag anstoßen. Ja, aber wenn du so weiterschüttelst, dann gibt's noch eine Gratis-Dusche dazu. Soll ich das nicht lieber machen? Ja, das kannst du bestimmt besser als ich. Wir könnten auch später noch was trinken. Ja, könnten wir. Lasst euch nicht stören. Ich will mir gerade nur eine Flasche Wasser holen. Also, das ist Miriam. Sie hat heute Geburtstag. Oh, herzlichen Glückwunsch. Danke, aber eigentlich ist mein Geburtstag auch schon wieder vorbei. Ja, wir wollten auch nur noch mal anstoßen. Sie bleiben über Nacht? Nein. Nein. Sie wollte gerade gehen. Stimmt, ich war quasi auf dem Sprung. Aber danke fürs Angebot. Kommen Sie gut nach Hause. Bestimmt. Bis bald. Tschüss. Ja, ich gehe dann auch mal hoch. Ach, Becky. Wer ist deine Freundin? Was hast du auf dem Herzen? Letzte Nacht. Die Sache mit meiner Freundin, also Miriam meine ich. Ich weiß nicht genau, was du da mitbekommen hast. Becky. Als du mir neulich von deiner Freundin erzähltest, die sich plötzlich für Frauen interessiert, da hast du doch dich gemeint, oder? Ja. Nein, doch. Oh Gott. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich glaube, ich habe mich in Miriam verliebt. Später bei ihr auf dem Schloss, da haben wir uns schon wieder geküsst. Das war echt der Hammer. Bis ihr Vater kam. Und dann war die Stimmung nicht mehr so, habe ich recht. Rebecca, war das so peinlich. Irgendwie komme ich nicht damit klar. Meine Gefühle spielen Achtab an, wenn ich Miriam sehe. Und trotzdem habe ich Schiss. Ach, Becky. Ihr Lieben, wir erwarten euch zum Frühstück. Ja, wir kommen gleich. Wir kommen gleich. Weißt du, Becky, ob du einen Mann liebst oder eine Frau, das ist doch ganz egal.
Hauptsache ist, dass du glücklich bist. Erinnere dich, wie lange ich auf Christian gewartet habe. Gib Rebecca einfach noch ein bisschen Zeit. Setz dich nicht unter Druck. Lass dir Zeit, bis du deine Gefühle ganz sicher bist. Danke, Papa. Achtung, Little Express. Hallo, Miriam. Rebecca. Sorry wegen gestern. Ich wollte dich nicht so scheiße behandeln. Es tut mir wirklich leid. Du musst dich nicht dafür entschuldigen. Ich komme mir nur so blöd vor. Schließlich, ich habe dich ja zuerst angebaggert. Nur habe ich es dann irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Ich hatte halt noch nie was mit einer Frau. So viel Erfahrung habe ich auch nicht mit Frauen. Gut, es gab mal eine, die hat mich ziemlich verrückt gemacht. Ich wusste einfach nicht mehr, wo oben und unten ist. Besser kann ich es nicht beschreiben. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir uns demnächst öfter mal sehen würden. Wie wäre es, wir lassen die Sache einfach locker angehen? Locker angehen. Klingt gut.